Ja, hallo und einen schönen guten Abend zum neuen Software-Trainings-Webinar sowie Fragen und Antworten, die Sie natürlich während des Webinars zur GENA-Trainer stellen dürfen. Wir werden uns heute die nächsten 60 bis 90 Minuten mit den Trading-Tools in der GENA-Trainer beschäftigen. In erster Linie mal die diskretionären Trading-Tools, also alles, was Sie in der Basisversion im Prinzip schon verwenden können, das heißt eben ohne die AgenaTrader Plus Funktionen. Wie wir auch den Text schon ausgeschickt haben per E-Mail, kurz erklärt, was wir heute besprechen werden. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Daniel Stocksreiter, im Bereich Support tätig und leite Support- und Kundenbeziehungen bzw. die Ausbildung an der Software, bin seit 4 Jahren ungefähr im Team und habe mich mit sehr vielen Kunden natürlich im Zeitraum beschäftigt und weiß daher sehr gut, was so die Einstiegsprobleme sind. Und die beste Möglichkeit sind immer solche Live-Webinare oder Videos, die wir in diesem Sinne bereitstellen. Wie werden wir heute kurz vorgehen? Wir werden einmal anfangs das Chart-Trading-Pad besprechen. Das ist so wirklich das einfachste Tool, um Orders zu erstellen, damit Positionen dann geöffnet werden können. Das gibt es auch in anderen Plattformen. Nichts Besonderes, aber auch ein ganz hilfreiches Tool, wenn man Einzelorders abschicken will. Dann gehen wir weiter zum Chart-Trading, wo wir dann einerseits ganze Setups, Trading-Strategien manuell bauen können. Das heißt, wir können mit Order-Verknüpfungen, solchen Bracket-Orders, eine Einstiegsorders mit Stop-Loss und Take-Profit verbinden, damit diese automatisch aufgelöst werden, sollte der Trade wieder geschlossen werden. DOM, also die Markttiefe werden wir uns anschauen und wie man über den DOM handelt. Dort ist auch das Time und Sales dabei, beziehungsweise der Quick Trader, der für das Scalping, also für das schnelle Eröffnen von entweder Orders im Chart den Einstieg in den Markt sehr schnell ermöglicht. Das abschließende Thema Nummer 4, Hotkeys, Tastenkombinationen. Sie können auch mit dem Keyboard, also Ihr Keyboard so konfigurieren, dass Sie mit ein, zwei Tastenkombinationen Orders dann aufgeben können. Und als allgemeine Einstellung fürs diskretionäre Trading gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie Sie eine Default-Order-Größe vergeben, damit Sie nicht immer manuell die Order-Größe dann eintragen müssen. Abschließend noch der Risikohinweis, dann gehen wir auch schon in die Software weiter. Alles, was ich hier zeige, dient rein den Schulungs- und Ausbildungszwecken und es ist keine Empfehlung zum Live-Handel. Wenn Sie live handeln, dann tun Sie das auf Ihrem eigenen Risiko und Ihrer eigenen Gefahr. Gut, dann schauen wir weiter in den AgenaTrader. So, was Sie hier sehen, kurz ist einfach die AgenaTrader, ja, eine Arbeitsplatzoberfläche, wie man sie sich gestalten kann. Wie man sie sieht, also es ist eine Listchart-Gruppe. Auf der linken Seite haben wir den Scanner und die Analyzers und auf der rechten Seite eben den Chart in 3 Zeiteinheiten. Und jeden Chart kann man hier zum Beispiel über die Action Bar vergrößern, maximieren, damit man von der Dreieransicht auf diese Einseransicht wechseln kann. Und neben der Toolbar, die jedes Chart hat, gibt es ja eben auch diese Action Bar und dort finden sich dann unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben gesagt, wir fangen mit dem Chart Trading Pad an. Das können Sie dann hier mit diesem kleinen Knopf mit der linken Maustaste öffnen oder wenn Sie dann wieder draufklicken, schließen. Und das ist so dieses Standard Chart Trading Pad. Das gäbe es auch noch hier in der Toolbar. Wenn man sich das aktiviert, kann man das auch öffnen. Das ist Chart Trading Pad. Also man muss das nicht über die Action Bar machen, sondern könnte es auch über diese Toolbar vom Chart ganz oben machen. Was hat das Ganze? Also es ist immer das Instrument eingetragen, das gerade geöffnet ist. Als zweites dann halt die vorgeschlagene Ordergröße, die jetzt als Standardordergröße definiert ist. Ich werde Ihnen dann gleich zeigen, wo Sie so eine Standardordergröße verändern können. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, bevor man aber auf Buy oder Sell klickt, gibt es noch die Möglichkeit,
auszuwählen, welche Order-Type das ist. Also ist es eine Market-Order, die sofort ausgeführt wird, eine Limit-Order, die ich unterhalb vom aktuellen Last-Preis positionieren kann. Ich kann dann einen Limitpreis vergeben, jetzt zum Beispiel von 16.500, dann würde es funktionieren. Ich kann eine Stop-Limit-Order vergeben, das heißt, ich kann diese Stop überhalb des Marktpreises positionieren und ein zusätzliches Limit hinzufügen mit einem Offset oder mit einem gewissen Preis, weil sie nur zu einem limitierten Preis ausgeführt werden möchten bei einem Ausbruch nach oben. Oder eben die normale Stop-Market-Order, das heißt auch wiederum, ich positioniere mich überhalb des aktuellen Preises und werde dann Market ausgeführt, sobald der Preis erreicht ist. Da ist natürlich die Slippage, die passieren kann, kann je nachdem, wie volatil, also wie liquide der Markt ist, kann die dann größer oder kleiner sein. Mit den Limit-Orders kann man die Slippage verringern. Die Order Expiry ist, glaube ich, auch ganz klar. GTC, solange gültig, bis man es manuell löscht. Einen Tag gültig oder den Tag gültig, den heutigen, oder GTD bis zu einem gewissen Datum und Uhrzeit gültig. Financial Advisor Profile gibt es aktuell nicht noch. Und die Operations, die erlauben eben ganz schnell eine Buy-Order auf einem gewissen Preis zu legen. Also Buy am Ask-Preis, Sell am Ask oder am Bid-Preis. Die Order, also die Position oder die Order zu flatten, das heißt, es wird die Position entweder herausgenommen oder die Order einfach gelöscht oder das Setup reversieren. Wir können das einfach mal kurz durchspielen, wenn wir hier jetzt ein bisschen eine kleinere Order Size eingeben und sagen hier einfach Market oder machen wir eine Limit Order bei 800 GTC. Und dann klicke ich auf Buy und schon habe ich hier, wie Sie sehen, im Chart dann meine Order mit den 10 Stück als Limit Order. Und die ist jetzt, wäre jetzt scharf beim Broker. Ich verwende aktuell einfach ein SIM-Konto. Und jetzt könnten Sie auch die Plattform ausschalten, wenn die Order beim Broker liegt. Die würde dann trotzdem ausgeführt werden. Sie haben aber dennoch die Möglichkeit, hier im Chart dann auch das zu manipulieren. Also wenn Sie mit der linken Maustaste hier auf diese Linie gehen, können Sie die Order noch wegschieben auf einen anderen Preis oder was Sie damit tun möchten. Es gibt hier, wenn man da links draufklickt, auch wieder Einstellungen, die man verändern kann. Oder Sie sagen einfach, okay, ich möchte wieder raus, dann klicken Sie auf dieses X hier und die Order ist dann wieder gelöscht. Also man kann mit dem Trading Pad bereits das Arbeiten im Chart und mit dem Trading Pad kombinieren im Großen und Ganzen. Und ich schätze mal, hat schon Webinare gegeben, die Order-Typen sind ja für alle, glaube ich, ganz klar, da weiche ich mir ja nicht von anderen Plattformen ab, die es so gibt, die kann man auch nachlesen, auch online, nicht nur bei uns. Und auch diese Order-Expiries, das ist ja nichts von uns neu erfunden. Dieses Outside Trading Hours ist noch ein Tool. Sie könnten hier, wenn Sie das aktivieren, eine Limit Order positionieren außerhalb der Marktöffnungszeiten, damit Sie, wenn der Markt öffnet, dann einer der ersten sind, die jetzt dann quasi, wenn der Preis, wenn es ein Gap gibt oder wenn es jetzt irgendwo die Eröffnung kommt, dass Sie mit Ihrem Limit dann früher wie andere vielleicht drinnen sind. Damit könnten Sie das noch positionieren außerhalb der Trading-Zeiten. Gut, das ist so das Trading-Bet, wie gesagt, Buy, Sell, die Quantität eingeben, die Order-Type eingeben. Sie können natürlich hier auch einfach Limit Order filled machen, dann kaufen Sie sofort ein zum Ask-Preis. Wenn Sie dann wieder auf Sell-Ask gehen, wird die Position dann wieder raus. Es ist natürlich eine Limit kreiert worden. Die könnte man dann nach unten schieben. Limit Order filled. Wollen. Also bei Ask. Limit Order filled. Limit Order filled. Wieder draußen umgekehrt Sell Ask. Limit Order filled. Dann werden Sie auch schnell drinnen und schnell wieder raus, je nachdem, wie schnell der Markt dann da hier im Großen und Ganzen tickt. Flatten ist Order der filled. Punkt, wo Sie dann Ihre Position schließen. Jetzt ist natürlich die Limit drinnen geblieben, weil wir die Position nur geschlossen haben. Aber Sie können jetzt zum Beispiel, wenn Sie da hier bei Ask machen, Limit Order filled ausgeführt
und gehen dann auf Reverse, order filled. Dann würden Sie die Position einfach in die Short-Richtung umdrehen und wären mit der gleichen Ordergröße drinnen. Das heißt, Sie verkaufen einmal diese Long-Position mit 10 Stück und verkaufen dann nochmal 10 Stück, was das betrifft. Order filled. Sind wir dann wieder draußen. Gut, das ist so das Chart-Trading-Bed. Gibt es da mal Fragen in der Runde? Ich schaue mal kurz in den Chat. Okay, der Herr Kroner fragt jetzt, kann ich schon beantworten. Das ist jetzt eigentlich nur der Datenfeed. Das ist Teletrader-Datenfeed. Die bieten Daten für Kryptowährungen von unterschiedlichen digitalen Börsen an. Also wenn Sie den Teletrader-Basis-Datenfeed haben für, glaube ich, 10 Euro pro Monat, kann man sich dann auch die Kryptowährungen als Daten hinzufügen. Wir bieten noch das Krypto-Trading noch nicht direkt an, außer eben zu CFDs über XTB zum Beispiel, die man da handeln kann, oder ich glaube auch FX Flat bietet CFDs an, aber wirklich die wirklichen Coins direkt zu handeln, das geht noch nicht, das schauen wir uns aber gerade um. Sie haben aber die Möglichkeit, eben mit diesem Teletrader Datenfeed sich die Charts zu analysieren. AgendaTrader ist ja neben einer guten Trading-Software eine ausgezeichnete Chart-Analyse-Software mit den Signalen, die man sich generieren kann, mit der Chart-Analyse, die man machen kann. Und man kann ja dann quasi die Analyse, die man sich im AgendaTrader erarbeitet, in irgendeiner anderen, sagen wir mal bei einem digitalen Exchange wie Kraken oder Coinbase etc., dann die Trades dort eingeben. Das wäre, ja, wenn Sie das handeln möchten, der aktuelle Weg, wie man das machen könnte, wenn Sie eben den CFD nicht handeln wollen. Und gut, das Chart-Trading-Bed, wie gesagt, ganz simpel. Gehen wir gleich rüber zum diskretionären Trading-Bed, beziehungsweise zeige ich noch ganz kurz vor, was so vielleicht im Chart eine Kombination für die Trading-Informationen sind. Also hier gibt es im Chart die Trade-Visualisierung, das kann man hier anklicken und dann kann man hier einerseits die Trader-Bars anzeigen oder ausblenden lassen. Das heißt, der Trade-Bar, den Sie vorhin gesehen haben, der blockiert mir vielleicht, den möchte ich vielleicht nur in einer Zeiteinheit sehen und nicht in allen dreien. Dann kann ich hier hergehen und sagen, okay, zeig mir nur den Trader-Bar an in der Stunde, weil dort habe ich gehandelt, und im Tag und in der Woche blende ich diesen Bar aus. Dann hätten Sie bei einer Dreier-Chart-Ansicht den Trade nur in einem Chart offen. Die Einstiegs- und Ausstiegsmarkierungen, Sie sehen hier den grünen Pfeil nach oben und den roten Pfeil nach unten, die könnte ich hier wieder deaktivieren, wenn ich das nicht will. Aber eben wenn Sie das noch nicht aktiviert haben, können Sie das hier aktivieren. Sie können hier auch die Ausführungspreise anzeigen und Sie sehen hier, man bekommt dann die unterschiedlichsten Ausführungspreise plus die Menge, die man da erhalten hat oder verkauft hat, angezeigt. Und Sie können sich hier diese AT++-Stop-Linien auch an- oder ausblenden lassen. Das sind diese, ich würde sagen, das ist rosa farbenen Linien, diese punktierte oder diese durchgehende Linie, wo der Stop-Loss beim Trailing-Stop verzogen wird. Entweder Entry-Markers oder Ausführungen, beides kann man nicht anzeigen lassen. Aber bei den Entry-Exit-Markers gibt es dann auch noch diese Trade-Lines. Die verbinden im Prinzip nur die Einstiegsmarkierung mit der Ausstiegsmarkierung. Dann sieht man da entweder eine rote strichlierte Linie, die dann also rot ist, wenn man im Verlust war, und grün ist, wenn man im Plus gemacht hat. Also hier diese Funktionen da hier sind ganz hilfreich, um dann im Nachhinein noch zu sehen, wo man eingestiegen ist und wo man raus ist. Und das ist ganz auch wichtig, weil Sie können sich ja einen Snapshot, also es wird ja nach jedem geschlossenen Trade ein Snapshot gemacht, und dort wird nur das angezeigt, was Sie in einem Template gespeichert haben. Und wenn Sie möchten, dass diese Informationen hier auch im Template sind, müssen Sie das aktivieren. Sie speichern sich dann ein Gruppentemplate. Das macht man zum Beispiel hier über diesen Gruppenknopf, und da kann man sich ja hier ein Gruppentemplate speichern. Und wenn man das gemacht hat, kann man im Weiteren im Konfigurations-Escort unter Chart
kann man dieses Snapshot-Template dann hier verändern und dann kann man sich eines der Templates einstellen, das man gerne haben möchte. Wenn Sie ein eigenes gebaut haben, dann verwenden Sie eben Ihr eigenes. Wenn Sie zum Beispiel eines der Pakete gekauft haben, Markttechnik und Co., dann verwenden Sie vielleicht dieses Template, das da im Paket mitkommt, damit Sie immer die gleiche Ansicht haben, die Sie beim Trading haben, auch im Snapshot-Template sehen. Ich stelle es jetzt um, ich glaube, das ist mein Style, war das, was ich damals verwendet habe. Und dann jedes Mal, wenn jetzt ein Trade geschlossen wird, sehe ich genau diese Ansicht von diesen drei Charts und diese Einstiegs- und Ausstiegsmarkierungen. Okay, so, machen wir den Chart wieder groß. Und ich blende jetzt einmal diese Markierungen aus, weil jetzt öffnen wir recht viele Trades, damit das da die Kerzen nicht komplett blockiert. Und wenn Sie jetzt ohne dieses Tradingpad arbeiten möchten, dann können Sie einfach mit Rechtsklick irgendwo in den Chart klicken, am besten an einer Position, wo Sie die Order absetzen möchten, also an einer Preisposition auf der rechten Achse gesehen. Damit das ein bisschen leichter ist zum Anzeigen, haben wir meistens dieses, weiß nicht, hoffentlich sehen Sie das, dieses Crosshair Fahnenkreuz hier eingestellt, weil da sieht man gleich auf der rechten Seite, auf welchem Preis ich gerade bin und auf der unteren Seite zu welcher Zeit. Und wenn ich dann hier meinen Preis gefunden habe, dann klicke ich da rechts rein, sage vielleicht Buy, Stop und dann liegt hier auch eine Order drinnen mit dieser Default Order Größe, die ich dann aber auch mit einem Klick auf die Zahl wieder verändern kann und ich überschreibe das einfach mit meinem Keyboard. Ich könnte dann hier, wenn ich auf Stop klicke, auch den Order-Typ nochmal verändern, wenn ich mich verklickt habe. Also man muss dann nicht wieder löschen und neu reinsetzen, sondern kann das noch manipulieren. Kann auch hier von Direct auf Synthetic wechseln. Was ist der Unterschied? Direct geht zum Broker, Synthetic bleibt in der Trading-Software, in der GenaTrader, bis sie ausgeführt wird, dann geht sie Market zum Broker. Dazu muss natürlich die Plattform verbunden sein mit der Broker-Verbindung, dass das funktionieren kann. Und auch hier eben wieder ganz normal, man kann im Nachhinein auch die Order wieder verändern mit diesem Button hier links. Das ist immer eine Vorschlagsorder, wenn man über den Chart das eröffnet. Das heißt, es ist jetzt so beige, durchsichtig und man muss das mit dem grünen Pfeil hier erst akzeptieren. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo Sie das akzeptieren, wird die Order übermittelt beim Broker und dann können Sie in der Broker-Plattform nachsehen, ob das wirklich der Fall ist. Und Sie sehen auch hier im Order Manager, den finden Sie unter Tools, Trading Information Order Manager, auch den Trades Manager finden Sie dort. Und da können Sie dann einsehen, wie viele offene Orders gerade bei Ihnen auf der Plattform sind. Und können auch über den Order Manager mit diesem Cancel-Button rechts das sehen. Und Sie würden dann auch sehen, das werde ich gleich zeigen, ob da so If-Done, ORO oder OCO Orders, also Order-Verknüpfungen erstellt worden sind. Gut, egal ob die Order eben schon akzeptiert wurde und beim Broker ist, Sie können die wiederum per Drag and Drop zu einem anderen Preis verschieben. Das ist für die Stop-Loss, manuelle Stop-Loss-Versetzung ganz wichtig oder ganz interessant. Deswegen auch wieder einfach hier auf die grüne Linie mit der linken Maustaste draufbleiben und halten und dann nach oben verschieben zum Beispiel. Und dann würde die Order beim Broker quasi verändert werden. Das heißt, je nachdem, was die Schnittstelle anbietet, wird sie dort gelöscht und neu gesetzt oder man kann sie auch editieren und man setzt einfach den Preis neu. Sie werden vielleicht das von anderen Plattformen kennen. Wenn man einmal eine Order aufgegeben hat, muss man das wieder löschen, wieder komplett neu anfangen. Hier im MagenaTrader können Sie alles quasi im Nachhinein auch noch editieren und die Software übernimmt es für Sie dann und automatisiert diese Änderungen. Gut, wiederum mit dem X hier oben können Sie die Order auch wieder rauslöschen. Lassen Sie uns einfach mal ein Standard 0815 Trading Setup bauen mit einem Stop-Loss, mit einer Take-Profit-Order und das mit Order-Verknüpfungen verbinden, dass dann das ausgeführt wird. Also als erstes setze ich einmal die Einstiegsorder, zum Beispiel eine Buy-Stop-Order, setze die Ordergröße auf 10 Stück, ich glaube 10 Bitcoin. Kaufen ist eh nicht wenig zu dem aktuellen Preis und lasse das einmal als Vorschlagsorder offen. Dann gehe ich hin und sage, okay, ich möchte jetzt vielleicht ganz knapp hier auf der Kerze, ist zwar noch keine abgeschlossene, aber trotzdem
meinen Stop setzen, dann mache ich hier wieder Rechtsklick, Sell, Stop, wieder Stop Order verwenden, muss wieder auf 10 Stück umstellen und dann habe ich meine Stop Order. Und wenn ich jetzt die Alt-Taste auf dem Keyboard gedrückt halte und mit der linken Maustaste auf die Linie der Einstiegsorder klicke einmal und ein zweites Mal auf der Stop-Loss-Order, dann sehen Sie, entsteht hier diese grüne Linie. Das ist die Order-Verknüpfung für If-Done. If-Done heißt, wenn diese Order da oben ausgeführt wird, dann soll der Stop-Loss auch zum Broker übermittelt werden. So, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre, ich sage hier oben, setze ich mein Take Profit, mein Limit, Sell Limit, auch wieder 10 Stück. Und die verbinde ich auch als erstes mit If Done, also Alt, linke Maustaste und schon sind wir verknüpft. Und jetzt muss ich abschließend noch eine weitere Verknüpfung erstellen, das ist die OCO, eine löscht die andere. Und die verknüpfe ich mit der Steuerung-Taste am Keyboard und dann nehme ich dann die Limit-Order oben und die Stop-Loss-Order ganz unten und dann habe ich eine rote Verbindungslinie, eine löscht die andere. Warum? Wenn ich jetzt in den Markt reingehe und mein Limit wird erreicht, dann möchte ich ja, dass meine Stop-Loss-Order auch entfernt wird, weil sonst würde ich ja versehentlich in die Gegenrichtung, wenn der Markt wieder dreht, dann eingestoppt werden. Und das möchte ich natürlich nicht. Deswegen, egal in welche Richtung der Markt sich bewegt, es wird die gegenüberliegende Order und die Position geschlossen. So automatisieren Sie Ihre Trading-Strategie mit manuellen Schritten. Das macht das AgenaTrader Plus Plus in der Andromeda-Version automatisch, wo man über den Setup-Escort einfach den Stop-Loss wählt und die Take-Profit-Order und dann muss man sich dann nicht mehr drum kümmern. Auch die Ordergrößen werden automatisch angepasst. Also das ist der Schritt, den man sich spart, wenn man die Andromeda nimmt und nicht die Basis. Aber wir machen halt alle Basis-Features, damit Sie verstehen, was so der Unterschied ist, wenn Sie dann doch die höhere Version nutzen oder das bereits tun und noch nicht genau wissen, warum was läuft, wie es läuft. Gut, abschließend, wenn ich jetzt diese Setup akzeptieren möchte, sende ich natürlich jetzt die Einstiegsorder zum Broker. Und die ist jetzt grün für eine Long-Position und sobald mir diese Order jetzt eingestoppt wird, ja, eingestoppt deswegen, weil es eine Stop-Order ist und ich den Ausbruch nach oben handle, wird dann meine Stop-Loss-Order darunter und meine Limit-Order darüber auch zum Broker übermittelt. Bis dorthin müssen Sie AgenaTrader aber eingeschaltet lassen und die Brokerverbindung aktiv. Wenn Sie das nicht tun, dann liegt nur Ihre Einstiegsorder beim Broker und wenn die ausgeführt sind, sind Sie halt ungeschützt im Markt. Das heißt, wenn der Preis fällt, fällt er so lange, bis Sie manuell aussteigen und Sie müssen jeden Verlust in Kauf nehmen. Beziehungsweise, wenn der Preis steigt, haben Sie kein Limit-Sell, dass Sie mit einem Teilverkauf oder mit einem vollkommenen Verkauf aus dem Markt nimmt und Sie verzichten dann vielleicht auf den Profit. Also ganz wichtig, die Plattform muss einmal laufen. Wenn dann die Plattform, also wenn dann die Position ausgeführt ist, ich schiebe mal die Order darunter, damit das gleich passiert. Stop order filled. Dann marschieren jetzt die zwei Orders zum Broker und werden rot. Das heißt, Sie sind jetzt aktiv beim Broker, können es dann kontrollieren auf Ihrer Broker-Plattform und dann jetzt kann ich AgenaTrader auch ausschalten, weil jetzt liegt alles beim Broker. Achtung, das beachten Sie aber unbedingt, welchen Broker Sie haben und ob dieser Broker OCO-Order-Verbindungen unterstützt. Wenn er das nicht macht, dann muss die Plattform immer eingeschaltet bleiben, sonst wird das nicht ordentlich aufgelöst. Wie finden Sie das heraus, ob das Ihr Broker unterstützt oder nicht? Sie gehen hier einfach unter Support auf den Pfeil, gehen dann auf Online-Hilfe, dann öffnet sich hier der Webbrowser und in der Online-Hilfe finden Sie das Inhaltsverzeichnis und da finden Sie gleich im oberen Bereich Punkt 4 Broker und Datenfeeds und da suchen Sie sich einfach Ihren Broker aus. Und jetzt mache ich hier einen auf, FX Flat. Und dann sehen Sie hier Orderverknüpfungen und bei FX Flat ist es so, dass egal welche Orderverknüpfung, es wird alles lokal simuliert. Das heißt, es gibt kein OCO, kein OEO, kein If-Done beim Broker. Die Plattform muss immer laufen, wenn Sie sowas verwenden.
Bei anderen Brokern geht das dann teilweise, zum Beispiel CapTrader, da wird OCO unterstützt, aber die anderen beiden nicht. Aber wichtig ist immer, was ich jetzt gerade erklärt habe, dass das OCO mal unterstützt wird. Weil das If-Done wird von keinem, also ich kenne auch keinen Broker, der das macht. Wir haben auch keinen angebunden. Das ist immer das, wenn die Order aus, zur Position geht, sende mir Stop-Loss und Take-Profit auch mit. ORO, das werde ich gleich vorzeigen, was das bedeutet, wird auch von keinem Broker unterstützt. Aber OCO ist einmal schon ganz spannend, weil dann, wenn ich einen Stop und einen Take-Profit habe, kann ich die Plattform auch beenden und es wird dann auch beim Broker richtig noch ausgeführt. So, gut. Wir haben schon 1000 Euro verdient, jetzt wieder 500 Euro verloren, aber das ist ja ein sehr, sehr, sehr spannender Markt, der Bitcoin. Also Sie sehen, wie schnell das geht. So, jetzt haben wir unser, ja, unser Order-Setup drinnen und jetzt warten wir einfach, was passiert. Und entweder werde ich ausgestoppt oder das läuft noch in den Profit weiter. Das sei jetzt dahingestellt. So, was könnte ich jetzt noch machen? Ich könnte das Setup auch erweitern und ich könnte sagen, okay, ich möchte eine zweite Limit-Order hinzufügen mit einem zweiten Teilverkauf. Mache jetzt wieder Limit-Sell und sage jetzt einmal, okay, 5 Stück, ändere diese Order auch nochmal um, das können wir ja machen, auf 5 Stück. Und jetzt müsste ich natürlich die sofort übermitteln, weil die jetzt nicht mehr mit der If-Done rübergeht. Aber ich könnte sie jetzt dann auch wieder verknüpfen. Das lösche ich, wenn ich da draufklicke auf die Linie, kann ich einmal diese Order-Verknüpfung löschen. Und jetzt mache ich einfach eine andere Order-Verknüpfung und das ist einmal eine ORO. Die brauche ich, wenn ich zwei Targets habe. Die mache ich mit Steuerung und Alt. Und da verbinde ich die erste Limit mit dem ersten, mit dem Stop. Das ist dann blau. Und die zweite mache ich dann wieder mit der OCO. Was passiert jetzt? Wenn die, meine erste Limit-Order erreicht wird, reduziert es, es löscht nicht die Order, sondern reduziert nur die Ordergröße von dieser Stop-Loss-Order. Das macht auch nur der Agena-Trader lokal, das macht kein Broker, das kann nur Agena-Trader. Damit können Sie mehrere Teilverkäufe im Markt liegen haben, die immer wieder Ihre Position oder Ihren Stop-Loss, ja, die Stop-Loss-Order-Größe verringert, bis sie dann auf Null ist, ja? Oder bis sie dann vor der letzten Order in dem Fall komplett gelöscht wird. Also die erste Order hier reduziert um 5 Stück, die zweite löscht dann die Stop-Loss komplett. Und das ist ganz wichtig, weil die Position mit den 6 Stück, die wird ja sowieso reduziert von der Limit selbst. Also wenn diese Limit-Order da oben erreicht wird, dann verkaufe ich ja 5 Stück, dann ist meine Position nur noch 5 und bei der zweiten bin ich dann mit 0 draußen. Aber wichtig ist eben, dass diese Stop-Loss-Order, die auch im Markt liegt, dass die auch reduziert und gelöscht wird. Und deswegen benötigen wir diese Verknüpfungen. Und so kann ich das manuell machen. AT++ mit dem Setup Escort, der macht das automatisch, da müssen Sie sich nicht damit beschäftigen, aber es ist gut zu wissen, wie das funktioniert im Hintergrund. Gut, das sind Trading-Strategien. Sie können das sehr kreativ sein, sehr unterschiedliche Sachen ausprobieren. Es probieren Personen aus, den Ausbrüche aus Seitwärtsphasen zu erwischen und bauen sich dann Setups, wo eine Order nach unten und eine nach oben zeigt, also einen Long oder Short, und verknüpfen diese Setups und so weiter, dass egal in welche Richtung es geht, dass sie dann richtig ausgeführt werden und das Gegenüber gelöscht wird. Gibt es ganz interessante Konstrukte, die ich da schon gesehen habe. Also man kann sich da wirklich sehr viel manuell machen, weil mehr wie OCO, ORO und If-Done gibt es auf den Märkten sowieso nicht. Also da haben Sie dann wirklich freie Hand. Wenn Ihnen das Setup Escort vielleicht zu wenig ist mit den Möglichkeiten, kann man ja manuell das machen. Okay. Gibt es Fragen zu den Order-Verknüpfungen, zum Chart-Trading, zum Order-Typ, alles was Sie vielleicht noch an Fragen haben, bitte einfach mal in den Chat schreiben. Der Herr Ziegler fragt, ob man die Stop-Linien, AT++-Linien speichern kann. Im Grunde genommen sollten sie gespeichert bleiben.
Und es ist normalerweise auch drinnen, auch wenn der Trade abgeschlossen ist, solange Sie eben hier die AT++-Linien aktiviert haben, sollte das eigentlich drinnen bleiben. Ich wüsste jetzt nichts Gegenteiliges, aber eine zusätzliche Speicherfunktion gibt es nicht. Der Herr Mungenast, ja, mit der Tastatur bestätigen, müsste ich jetzt dann schauen. Also Sie meinen wahrscheinlich mit der Maus reinlegen, mit der Tastatur bestätigen. Ich glaube, müsste ich jetzt unter den Tastenkombinationen schauen, aber die Hotkeys-Tastenkombinationen mache ich dann noch heute. Da schauen wir uns die Möglichkeit an. Vielleicht ist da was dabei. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, ob es so eine Funktion gibt. Ich weiß, es gibt Möglichkeiten, einfach eine scharfe Order zu übermitteln oder ein Setup zu übermitteln mit Tastenkombinationen. Aber dass man mit einer Tastenkombination eine Order scharf stellt, die schon drinnen liegt, glaube ich jetzt nicht, weil es wird sehr schwierig sein, das zu verbinden. Also woher weiß der Genertrader jetzt, welche Order er scharf stellen soll? Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber schauen wir uns dann später an. So, was kommt da noch an Fragen, die das da reinpasst? Ja, der Herr Kalle Ulfig fragt, ob man, wenn man die Order übermittelt hat, ob man dann auch noch Verknüpfungen erstellen kann. Ja, habe ich gerade gezeigt. Wie Sie sehen, Sie können ja die Order-Verknüpfungen, indem Sie die Linie anklicken, dann werden diese Vierecke hier oben ein bisschen größer. Das sehen Sie hier. Hoffentlich ist das gut ersichtlich. Dann können Sie das mit der Entfernen-Taste löschen, ja, und dann einfach neu setzen. Und können Sie alle drei Kombinationen wieder setzen. Das heißt, Sie können natürlich eine If-Dann macht jetzt, aber der Einstiegsorder macht nichts mehr, macht es nicht einen Sinn, das zu machen. Also eine Position kann ich dann nicht mehr verknüpfen. Aber die Orders selbst, die hier, die kann ich noch weiterhin verknüpfen. Nur mit der Position kann ich nichts mehr machen, weil da gibt es ja keine Funktion außer die If-Dann und die ist ja schon ausgeführt. Also macht es keinen Sinn. Aber die Orders, die offen sind, die können Sie mit Order-Verknüpfungen versehen. Der Herr Breitenborn fragt eben, ob er gleichzeitig ein Kauf- und Verkaufssetup erstellen kann. Ja, können es im Grunde genommen schon machen. Überlege ich mal. Kauf, Verkauf, ja, sollte im Prinzip schon möglich sein. Müssen Sie einfach nur durchdenken, wie das Konstrukt dann aussieht, wie man das bauen könnte im Großen und Ganzen. Aber Sie können ja quasi eine Order übermitteln, Long und Short, wenn sie noch nicht ausgeführt ist. Das wäre dann so wie ein Stop und ein Einstieg. Und wenn Sie das richtig verknüpfen, dass das Gegenüber gelöscht wird, wenn Sie eingestoppt werden Long oder eingestoppt werden Short, dann wäre es sicher möglich, das auch zu bauen, was das betrifft. Order filled. Probieren, wenn das noch mehr Leute interessiert. Aber wenn ich da jetzt einfach bei Stop 10 Stück da oben und jetzt nehmen wir an, da unten möchte ich verkaufen. Sell Stop auch wieder da unten. Und ich sage aber hier, das ist wieder mein Sell Stop. Also aber diesmal als Stop-Loss setze ich hierher und so, wenn ich darauf gehe, dann haben wir, ja, das passt, da will ich einkaufen und hier wäre jetzt auch mein Buy-Stop. Im Prinzip, der mich dann als Stop-Loss verkauft. Also hier, das sind meine Einstiegsorders und die muss ich jetzt einmal If-Dann mit der Stop-Order verknüpfen. Auch hier. Jetzt habe ich einmal zwei Setups, eins schon Long und Short, nur mit einer Stop-Loss-Order im Großen und Ganzen. Und ich könnte jetzt noch hergehen und sagen, okay, one cancels another. Also die zwei Einstiegsorders tue ich dann verbinden und jetzt schicke ich die ab und jetzt schicke ich die ab und egal in welche Richtung der Markt jetzt läuft, wenn der Markt nach oben läuft und ich in die Long-Position jetzt reinkomme, dann wird einerseits die Short-Order gelöscht,
Ja? Und andererseits wird dann mein Stop aktiviert. Ich könnte jetzt auch noch hergehen und ich denke, das könnte auch Sinn ergeben, dass ich dann noch das hier lösche, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das dann Sinn ergibt. Aber es wäre egal, weil wenn die gelöscht ist, dann wäre die auch weg. Aber vielleicht wäre das nicht schlecht, dass man das noch macht, dass man die da auch verknüpft im Großen und Ganzen. Wir müssen es aber mal ausprobieren. Ich habe selber das noch nicht ausprobiert. Aber so könnte jetzt ein Setup aussehen, dass dann egal in welche Richtung es dann läuft, dann long geht oder eben short geht. Aber probieren Sie es einmal im Demo-Konto aus, ob es richtig ausgeführt wird, bevor Sie das live dann ausprobieren. Die letzten zwei OCO-Verknüpfungen weiß ich, bin mir nicht sicher, ob sie benötigt werden. Die könnten eventuell auch weggelassen werden, was das betrifft. Aber Sie sehen, ich, egal in welche Richtung er jetzt laufen würde, ich bin dann entweder long oder short im Markt. Und mein Stop-Loss ist mit dabei. Ich könnte dann noch Take-Profits dazugeben. Das habe ich ja kurz gezeigt. Das geht eh ganz gleich. Aber so ungefähr wäre das dann auch zu machen. Der Herr Bauer fragt, ob man Zukäufe machen kann, wenn der Trade läuft. Natürlich, natürlich können Sie Zukäufe machen. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt da hier eine, machen wir einfach eine Market-Position auf. Oder fällt. Haben Sie jetzt hier Ihre Position am Laufen und jetzt läuft der Markt weiter und Sie oder auch gegen Sie runter und Sie möchten sich quasi in den Markt reinskalieren, gerade in einer Abwärtsbewegung. Und damit Sie einen, so einen netten Durchschnittspreis bekommen. Und dann gehen Sie einfach her und klicken wieder rechts in den Chart und machen halt nochmal bei Market oder Limit, je nachdem, was Sie dann halt verwenden möchten. Und wenn Sie jetzt wieder 10 Stück hier übermitteln, zack, oder fällt. Haben Sie jetzt die Ordergröße erhöht und Sie sehen, das ist jetzt bei 20 Stück. Es verschiebt sich dann auch diese Einstiegsposition zum Durchschnittspreis hin. Wir können immer nur eine Position abbilden, das heißt, wir können nicht, wenn Sie jetzt mehrere Einkäufe machen, dann liegen nicht mehrere Positionen im Markt, sondern immer, es summiert dann einfach die Gesamtposition nach oben und Sie bekommen den Durchschnittspreis berechnet. Und am Durchschnittspreis liegt dann auch dieser Positionsbar. Was das betrifft. Also einfach, wenn Sie manuell hochskalieren wollen, Rechtsklick, Buy, Order eingeben, Ordergröße eingehen, übermitteln, dann wird die Position erhöht. Und umgekehrt natürlich, wenn Sie die Position nach unten skalieren, also wieder raus wollen, dann einfach dann kleine Positionsgrößen übermitteln und einfach Market oder per Limit oder per Stop zusätzlich verkaufen oder verkaufen. Ja, Herr Bauer, das habe ich gerade erklärt, Sie sehen immer nur eine Position. Es erhöht die Ordergröße oder es senkt die Ordergröße und Sie bekommen einen Durchschnittspreis. Aber es gibt nicht mehrere Positionen im Arcana Trader. Der Herr Barkmann, Sie können mit Arcana Script auch eigene Setups programmieren. Ja, da gibt es hier unter Support die Skripthilfe zum Beispiel, wenn Sie auf dieses Space-Portal gehen, finden Sie auch Skript-Tutorials, wo sowas erklärt wird, wie Sie sowas programmieren können, was das betrifft. Also das ist alles vorhanden online, die sind ja kostenlos, die ganzen Medien. Aber Sie finden hier zum Beispiel unter Online-Dokumentation, die Navigation da oben erlaubt es ja den Wechsel zu den Unterseiten und da weiter unten gibt es dann Arcana Script und dann gibt es zum Beispiel die Strategieprogrammierung und dann gibt es da hier Script Tutorials und das Script Tutorial ist einfach auf diesen Seiten Basic, Advanced, da kann man sich anschauen, wie man das, also anhand eines Beispiels, wie man sich eben eine Einstiegsorder mit Stop Loss und Take Profit selbst programmiert per Arcana Script. Und wenn Sie, also Programmiersprache ist C#. Oder fällt. Der Herr Häusle, eine sehr gute Frage, ob man solche Order-Konstrukte, die man baut, wie ich gemacht habe, speichern kann. Ja, das können Sie machen. Also ich baue jetzt ganz schnell eines bei Stop zum Beispiel. Sell, Stop und Sell Limit, also einen Long. Order-Konstrukt und dann wie
hier gehabt, einmal die if-dann-Verknüpfungen und die OCO-Verknüpfung. Manchmal verklickt man sich, dann sollte man mal wegklicken und dann läuft das so. Und das ist jetzt das Order-Konstrukt und jetzt gehen Sie einfach her und, ja, da ist es noch nicht drin, Rechtsklick, Settings, Chart, Order Template, gibt es die Funktion vom Chart eines kreieren, ich bin jetzt da auf der englischen, das habe ich vergessen umzustellen, aber das ist dann eben ein Template kreieren, klickt man drauf und dann kann man da einen Namen vergeben, Test 1, 2, 3, okay, jetzt lösche ich das da weg. Müssen Sie mal einzeln löschen und hier finde ich das dann wieder, Test 1, 2, 3, klick und dann habe ich das gleiche Setup da drinnen. Achtung, das einzige Problem mit den Templates ist, dass es in ähnlichen Märkten verwendet werden muss. Wenn Sie jetzt hier in einem Markt, der irgendwo am Cent tickt zum Beispiel, oder vielleicht sogar eine noch kleinere oder größere Tickgröße haben, und dann versuchen das gleiche Setup im Forex-Bereich, wo man ja hier am Pip ja, unterwegs ist oder kleiner, dann funktioniert das halt nicht, weil der merkt sich die Abstände gemessen auf der Preisleiter. Und hier haben wir einen Abstand von 2000 ja, Dollar und das wäre natürlich im Forex-Bereich dann nicht anwendbar. Also Sie müssen solche Templates dann für ähnliche Märkte erstellen. Ja. Aktien können Sie wahrscheinlich, für Aktien können Sie generell ein Template bauen, für Forex natürlich und für Futures ein eigenes und für CFDs vielleicht auch ein eigenes. Muss man halt probieren. Auch die Preisspannen müssen, sie sollten ähnlich sein. Also Templates für bis 50 Dollar, Template bis 2 Dollar, sowas in die Richtung, sonst geht das nicht so gut. Gut, ich glaube, Häusler, wenn Sie, Sie haben es verstanden. Wenn es noch nicht klar ist, bitte nochmal genau reinschreiben, dann versuche ich das zu wiederholen. Okay. Zu den Trading-Strategien, dem Chart-Trading gibt es eigentlich nicht mehr viel. Also hier Buy und Sell und die Order-Typen und das Verknüpfen und das ist es eigentlich schon. So schnell bauen Sie sich eine Strategie. Was gibt es hier noch? Diese AT++. Das besprechen wir heute nicht durch, aber Sie könnten auch über das Chart solche AT++-Setups gleich in den Markt legen, wo ja dann Stop-Loss und Take-Profit automatisiert ist, beziehungsweise die Dynamic-Orders. Was ist ein Dynamic-Order? Da kreieren Sie einen Einstieg, der mal nur lokal ist, der hat dann Stop-Loss und Take-Profit im Hintergrund gespeichert, liegt aber noch nicht im Markt und erst wenn diese Order erreicht wird vom Preis, dann wird das Stop-Loss und das Take-Profit gesetzt. Warum? Weil sich ja vielleicht die Parameter dann verändern. Also die dynamischen Orders, die passen sich dynamisch auf den aktuellen Preis an. Geht eben auch nur mit dem AT++, also mit diesen voll- oder halbautomatisierten Setups aus dem Setup-Escort. Die Frage von Herrn Lieber verstehe ich nicht ganz, wie man die Datenhistorie erweitern kann. Wir bieten ja keine Daten an, so viel Daten wie jetzt Teletrader, den ich jetzt gerade verwende, oder andere haben, kann der ArenaTrader anzeigen. Im Chart selbst, hier unter Custom Parameters, können Sie die unter Bars Count die Historie erhöhen oder unter Time Period, wo Sie die Tage angeben können oder einen Startzeitpunkt, also hier. Erhöht man für den Chart die Historie. Dieses Maximum Bars Loaded verhindert, dass Sie Millionen von Bars laden und den ArenaTrader damit dann blockieren. Den könnten Sie erhöhen, indem Sie hier im Konfigurationsdiskord unter Chart hier Maximum Days für nicht zeitbasierende, also für Range, High Knashi etc. oder Maximum Bars to Load 15.000. Wenn Sie das erhöhen, dann können Sie auch mehr Historie laden. Wiederum Achtung, wenn Sie 100.000, 200.000 oder was weiß ich, ich glaube es hat Leute gegeben, die haben 1 Million Bars versucht zu laden und haben es dann teilweise auch geladen bekommen, dauert ewig, bringt nichts. Und blockiert nur die Software und dann glaubt man, es ist ein Fehler und eigentlich ladet man nur Millionen von Bars für
für hunderte von Instrumenten und tut eigentlich nur den Arbeitsspeicher vollräumen ohne viel Sinn. Aber hier gibt es die Einstellungen. Die steht, glaube ich, standardmäßig auf 10.000, kann man hier verändern. Gut, wenn es dann keine Frage jetzt einmal zu den Chart-Trading gibt und zu den diskretionären Strategien, gehe ich weiter zum DOM und QuickTrader. Der DOM, der ist wieder hier im Eck. Und mit einem Klick drauf öffnet sich, mit einem Klick wieder drauf schließt er sich. Und dann habe ich hier die Markttiefe, sofern ich was abonniert habe. Markttiefe erfordert ja immer dann, also hier sehe ich Times und Sale, also wie viel Stück verkauft man. Also man sieht, es ist immer auf Null, das dürfte nicht richtig vom Datenfeed übermittelt werden. Aber wichtig ist, Markttiefe erfordert Level 2 Daten, die sind nicht so billig, können es aber vom Datenfeed kaufen. Dann sehen Sie nämlich da drinnen im Dom, wie viel Stück im Orderbuch liegen, zu welchem Preis. Ich kann das auch kurz vorzeigen. Ich öffne jetzt einfach hier noch ein Single Chart, zum Beispiel den FDAX oder sowas in die Richtung, in der Stunde. So, nochmal den FDAX offen und dann wechsle ich kurz den Datenfeed. Und jetzt sehen Sie, mit diesem Datenfeed habe ich hier Level 2 Daten. Und dann sieht man hier die Positionen oder die Ordergrößen, die auf diesen Preisen hier liegen, kumuliert, was das betrifft, Long oder Short. Also hier liegen die Limits Long da unten und dort liegen die Limits Short im Markt. Ja. Und Sie können jetzt einfach hier auch mit einem Klick auf den Preis, da hier zum Beispiel rein, eine Stop-Long-Order erstellen. Mit können es da auch wieder entfernen. Sie sehen aber, das ist ein bisschen mühsam, das verschiebt sich nämlich die ganze Zeit. Können es aber auch hier mit dem X wieder entfernen. Dort machen Sie eine Stop-Short-Order rein. Dort machen Sie ein Limit-Long rein. Und hier machen Sie ein Limit-Short rein. Also das mit der DOM, der zeigt ganz gut visuell auf, wo man gewisse Orders hinlegen kann. Und klarerweise eine Limit Short kann ich nur überhalb dem Markt legen, eine Limit Long kann ich nur unterhalb des Marktes legen, was das betrifft. Und die Stop Orders, die kann ich dann eben auch überhalb des Marktes legen. Okay, braucht man nicht. Eben hier überhalb des Marktes Stop Long, unterhalb des Marktes Stop Short. Also das erklärt das ganz einfach, weil da stellt er automatisch die richtige Order oder natürlich Market. Oder Feld. Bin ich Market drinnen. Oder Feld. Der DOM, was gibt es im DOM? Es gibt wieder unten diese Buttons, das ist wieder sehr ähnlich. Ich kann schnell eine Stop-Order erstellen, schnell eine Limit-Order am Bid-Preis oder wenn ich da draufklicke am Ask-Preis, eine Limit am Ask-Preis oder wenn ich da draufklicke am Bid-Preis. Wiederum Market, Canceln, Reverse, also das hatten wir ja schon kurz, das sind einfach so schnelle Buttons, wo man auch wieder sich schnell hoch runter skalieren kann, wenn man das möchte. Und dann läuft das. Es gibt dann eben hier die Möglichkeit, die Quantität zu verändern, beziehungsweise unter Properties kann man dann hier die Farben verändern vom DOM. Man kann hier die Schriftart verändern, man kann hier, was könnte man dann auch machen, kumuliertes Volumen anzeigen ist falsch, das passt. Ein Volumenhistogramm könnte man hier einfügen, wenn man hier das auf True setzt, dann sehen Sie auf der rechten Seite, also auf der linken Seite eigentlich das historische Volumen, das im Orderbuch dann schon ausgeführt worden ist zum Beispiel, und Sie können dann die Breite verändern. Sie können auch die Dombreite hier verändern, eine Maximum und eine minimale Breite, also eine maximale Breite eigentlich da eingeben. Also man kann sich das dann individuell noch wirklich ganz schön anpassen, wenn man hier diese Größen, wenn man das Histogramm haben will und so weiter eingibt. Und ja, das war es dann im Großen und Ganzen. Und kann man mal durchprobieren, wie das da mit den Farben dann passiert. Und das gleiche auch für den Times und Sales.
kann man auch die Farben verstellen und man kann hier auch noch solche Filteralarme eingeben, also Quantität, Quantitätsalarme oder Filter, und da kann man dann sowas eingeben wie wenn eine gewisse Quantität erreicht worden ist, zum Beispiel von 10 bis 20 Stück, dann, wenn das Volumen gekauft wird, dann soll er mir das jetzt in einer anderen Farbe eigentlich machen. Und wenn ich das dann eingebe und das Volumen kommt, dann färbt er das speziell ein im Times und Sales. Damit können Sie sich dann informieren lassen, wenn jetzt ein extrem hohes Volumen zum Beispiel gerade drinnen ist, sollten Sie dieses Times und Sales nutzen oder ein Alarm, dann kommen. Das sind so visuelle Farbalarme im Prinzip, die dann da kommen könnten. Hier das gleiche wieder, Quantity Filter, können Sie wieder eingeben, welche Ordergrößen dort angezeigt werden sollen in einer speziellen Farbe oder überhaupt einen Alarm ausgeben. Okay, gibt es zum Dom Fragen? Verwendet es wer? Braucht es wer? Sieht man sich das an? Ich finde den Dom gerade in Märkten, wo nicht so hohe Ordergrößen passieren, ganz interessant, damit man, wenn man wirklich mehr Geld zum Investieren hat, dass man sich langsam einkaufen kann. Ansonsten würde man ja irgendwo eine große Preisveränderung hervorbringen. Man sieht hier im DAX, FDAX, wie klein die Positionsgrößen hier sind. Da kann man mit zwei, drei Kontrakten schon eine Preisveränderung bewirken. Das ist bei anderen nicht so, also der Eurostox, glaube ich, zum Beispiel, das sind ganz andere Ordergrößen drinnen. Da kann ich mit einem Kontrakt oder zwei Kontrakten keine Preisveränderung verursachen. Oder auch der Bund, das sind ganz andere Ordergrößen dann drinnen. Okay, aber nochmal kurz zum Dom, schauen wir mal, ob da Fragen kommen. Der Herr Rosenfelder, hallo Michael. Die Preiserhöhung oder Herabsetzung eines schon scharf gemachten Trades, also wenn der Trade scharf im Markt ist, können Sie den Preis natürlich nicht mehr verändern, weil das haben Sie dann schon gekauft. Sie können nur zusätzlich neue Positionen, also die Ordergröße erhöhen, und das wird natürlich den Preis verändern, weil Sie dann quasi einen Durchschnittspreis errechnet bekommen. Aber das macht der Gena-Trader nur visuell, aber am Broker bekommen Sie die Ausführung zum Preis, den Sie erhalten haben, und es wird dann halt gegengerechnet, was war der Ausführungspreis beim Einstieg und was ist es beim Ausstieg. Aber man kann natürlich eine laufende Position im Preis nicht mehr verändern. Es ist nur, wenn man hier zum Beispiel sich, machen wir einfach, jetzt habe ich ein Stück gekauft, das sieht man jetzt natürlich dann nicht so gut, wenn sich der Markt dann nicht bewegt, aber wenn man hier ein Stück reingeht und wir dann später nochmal Market erhöhen, das jetzt hoffentlich ein bisschen, kann ich hier, habe ich jetzt bei jedem oder fällt. Wenn ich das natürlich zu unterschiedlichen Preisen tue, was ja der Sinn dahinter ist, wenn ich mich rein oder raus skaliere, dann würde dieser Positionsbar hier dann am Ende sich deswegen verschieben, weil Sie dann einen Durchschnittspreis errechnet bekommen. Und auf diesem Durchschnittspreis liegt dann der Positionsbar. Das heißt aber nicht, dass die Ausführung sich verändert, sondern nur die Darstellung. Sie sehen dann einfach, okay, ich habe jetzt 5 Orders gemacht und mich hochskaliert. Durchschnittlich befinde ich mich jetzt auf diesem Preis. Und wenn ich mich jetzt wieder rauskaliere oder die ganze Position schließe, sehe ich, ob ich durchschnittlich schon im Profit bin oder ob ich noch im Verlust bin. Wenn ich mir natürlich wieder runter skaliere, dann verändert sich das dann eventuell auch. Das wird sich dann nicht verändern, aber das ist das Einzige, wo sich der Preis dann verändert, hier aber nur in der visuellen Darstellung. Oder fällt. Okay.
So, zum DOM kommen jetzt keine Fragen, dann machen wir noch den Quick Trader und dann die Hot Keys. Der Quick Trader hier eben dieser Button da oben, ja, das ist Q und das zeigt dann im Endeffekt hier diese grüne oder rote, diese Balken hier an. Die könnte man auch farblich verändern. Hier unter den Farbeinstellungen gibt es ja die Quick Trader Settings, könnte man das farblich noch verändern. Und Sie sehen hier, wie eng, man muss hier sehr stark reinzoomen, wie eng hier eigentlich die Orders im Markt liegen. Deswegen sieht man nur, wenn man stark reinzoomt, diese Ordergrößen dann auch im Chart. Man müsste eventuell hier in den Minutenchart gehen, dann sieht man das schon um einiges besser. Ja. Also hier im Minutenchart hat man hier die unterschiedlichen Ordergrößen, die Sie hier sehen in der Schrift. Das kann man alles farblich anpassen. Mit diesen Einstellungen, wenn Ihnen das visuell noch nicht so schön genug ist, kann man das alles hier einstellen, einfach ausprobieren. Und Sie können im Quick Trader dann ganz schnell, ähnlich wie im DOM arbeiten, indem Sie hier draufklicken, bei, es liegt eine Stop drinnen, liegt eine Stop nach unten drinnen oder wieder rauslöschen. Dann natürlich Limit bei, Limit Sell. Also Sie können da wirklich recht schnell dann Orders aufgeben mit diesem Quick Trader, einfach hier auf die Preisposition gehen und klicken und sind Sie drinnen. Wenn Sie hier da in den Spread klicken, dann sind Sie sofort Market drinnen. Also, das ist eine Erfindung von Utz. Der Dom, der bewegt sich ja, die Preise gehen nach oben und unten, nach oben und unten, und da muss man den richtigen Preis dann schnell erwischen. Mit dem Quick Trader bleiben die Balken immer gleich auf der Position und ich kann das wirklich besser dann managen, wo ich meine neuen Orders hinlegen. Ah, okay. Der Herr Rosenfelder, nochmal die Frage, wenn Sie noch nicht scharf sind natürlich. Wenn einfach hier reinklicken bei zum Beispiel Stop, dann liegt jetzt die Order drinnen, dann können Sie da, wenn Sie da reinklicken, die Ordergröße verändern. Und zum Beispiel hier ist es jetzt scharf, die Order, aber Sie sind noch nicht in einer Position. Und mit der linken Maustaste können Sie ja diese Orderbar hier an dieser Linie, die sich daneben befindet, anklicken und dann nach oben schieben, nach unten schieben. Oben schieben, also wo auch immer Sie das preislich hinschieben möchten. Bei Orders geht das, bei Positionen natürlich nicht. Okay. Quick Trader. Gibt es zum Quick Trader Fragen, bitte einfach reinschreiben und dann kann ich das noch aufklären. Also beim Quick Trader gibt es dann noch hier unten die Quantität, die man verändern könnte, damit Sie immer 10 Stück haben. Wenn AT++ aktiv ist, könnte man auch über den Quick Trader eine fertige Strategie hineinsetzen. Da gibt es ein ganzes Video, wo ich über DOM und Quick Trader, Scalping-Methoden und Strategien gesprochen habe. Das ist erst vor 2-3 Monaten passiert. Gibt es ein Video im Videoportal. Sehr gut, vielen Dank, Herr Schellhase. Okay, dann Hotkeys. Machen wir da alles einmal wieder zu. So. Die Hotkeys finden Sie dann wieder im Konfigurationsdiskord, denn der ist wieder da oben. So, Konfigurationsdiskord. Kann man größer machen. Und auf der linken Seite finden Sie dann hier Hotkeys. Und da drinnen sind dann alle Hotkey-Varianten. Und wenn man hier unter Kategorie ganz oben einmal aufs Trading geht. Schauen wir auf Chart Pads. Na, wir wollen beim Trading rein. So, Trading, Sie sehen dann die möglichen Varianten, die es fürs Trading dann gibt. Und es gibt eben bei Kauf eine Limit Order einen Tick unterm Bit, bei einer Limit Order 3 Ticks unterm Bit, Limit Order im Bit und so weiter und so fort. Und das sind so die Möglichkeiten, wie Sie mit Hotkeys dann Buy- und Sell-Orders schnell aufgeben können und entweder Limit, Stops, Markets, wie Sie diese Orders löschen können, das Reversieren wieder haben wir gehabt, das Flatten haben wir gehabt oder das Canceln von allen Orders. Und
Standardmäßig ist das alles auf None, das heißt, es ist noch nichts gesetzt. Also Sie klicken dann einfach eines der Werte an und wenn das blau markiert ist, können Sie auf der unteren Seite das dann verändern. Und im Endeffekt, wenn es angeklickt ist, kann ich schon auf meiner Tastatur jetzt was eingeben und ich sage jetzt einfach Steuerung 1 ist mein erstes Tastenkürzel. Wenn Sie Steuerung 1 gleichzeitig also oder hintereinander klicken, tritt das da hier auf. Sie sehen, wenn ich immer, aber wenn ich was klicke, verändert sich das hier. Ja? Also Steuerung 1 und Assign. Okay, das gibt es schon. Na gut, dann machen wir wieder Clear. Und dann machen wir halt Steuerung 7. Vielleicht gibt es das noch nicht. Ja, Steuerung 7 gibt es noch nicht. Und jetzt, sobald ich Assign klicke, sehe ich den Key da oben drinnen. Und jetzt kann ich einfach durchgehen nach allen diesen Dingen und wähle dann einen Hotkey aus auf der Tastatur, den es noch nicht gibt, der noch nicht vergeben worden ist. Und am besten Sie schreiben sich das auf einen Zettel dann auf oder machen sich einen Screenshot von dem, was Sie eingestellt haben, damit sich das dann später dann verwenden können. Ja. Und jetzt machen wir einfach mal by limit oder machen wir by market, damit man das sehr schön. Ctrl Add ist auch nicht so das Beste. Ctrl 8. Und dann können wir ja Cancel All Orders machen mit Ctrl 9. Assign. Jetzt haben wir halt drei so Hotkeys zugeordnet. Aber ich sehe da nichts, weil Herr Mungenast, was Sie vorher gefragt haben, dass man eine Order, die drinnen liegt, aktiviert, das glaube ich nicht, dass das geht. Das wäre zu schwierig. Man kann hier unter Trade Escort findet man nämlich alle Trading Setups. Die kann man auch mit einer Hotkey vergeben. Also man kann sich ein komplettes Trading Setup mit Stop Loss und Take Profit von AT++ übermitteln lassen mit Trade Escort. Und wenn man da Order Templates, also Sie sehen hier diese Order Templates, die ich erstellt habe dann vom Chart, die könnte man auch mit einem Hotkey versehen. Gibt es noch unterschiedliche Sachen. Das ist Chart Pad. Das wäre halt einfach, dass Sie schnell diese DOM Chart Pad oder das Trading Pad öffnen und schließen können. Das könnten Sie auch mit einem Hotkey machen. Also hier mit L wird sich das Location Point Bad aufmachen, wenn Sie dieses Paket gekauft haben. Sie können das aber ändern nach allen möglichen Hotkeys im Prinzip. Aber fürs Trading reicht uns im Trading oder für das automatisierte Trading Trade Escort. Und da gibt es diese Möglichkeiten. Und jetzt kann ich dann mit Steuerung 7, wird dann im Chart drinnen sein, kann ich dann hier die Order reingeben. Limit wie gehabt, einen Tick und schon läuft das wieder raus. Also Cancel können wir auch machen. Oder Feld. Market, Steuerung, Cancel oder Orders. Ah ja, Position hätte ich dann machen müssen, aber wird dann auch gehen. Also Sie sehen ja mit dem Oder Feld. Dann wirklich dann Orders. Oder Feld. Ja, immer Auswahl jetzt nicht dabei. Oder, oder Feld. Etc. Und oder Feld. Schließen. Da ist jetzt der Datenfeed nicht verbunden, deswegen liegt es nur auf den historischen Daten gerade. Müssen wir da reingehen, ja. Aber eben oder Feld. Und da müssen wir schauen mit den Hotkeys, was da Cancel Positionen war. Trading und dann haben wir noch der Flatten Trade. Also das hätte man machen müssen. Machen wir Steuerung 0, wenn es das gibt. Genau. Mit oder Feld. Bin ich wieder draußen. Und so richten Sie sich Ihre Hotkeys im Prinzip ein. Und ja, probieren das einfach immer mal ausprobieren im SIM-Konto, Demo-Konto, nur um die Funktion zu verstehen und dann erst weiter in Ihr Live-Konto gehen. Einen Punkt wollte ich dann noch machen, auch hier im Konfigurations-Escort und dann können wir einfach offene Fragen besprechen. Hier gibt es ja auch dieses diskretionäre Trading und hier können Sie die Default, also die Standard-Ordergrößen vergeben. Wenn Sie immer die gleiche Ordergröße haben für Aktien, können Sie das standardmäßig einstellen für Forex, für Futures und für CFDs. Und was dort eingestellt wird, ist einmal grundlegend das, die globale Einstellung und wird immer verwendet, außer Sie verändern das natürlich noch woanders. Also wenn Sie hier im
Chart-Trading-Bett dann die Quantität wieder verändern natürlich, aber dann ändert sich das wieder, aber standardmäßig wird das immer ein Stück vorgeschlagen und Sie können das noch abändern. Wenn Sie möchten, dass das nicht jetzt nur pro Asset-Klasse standardisiert wird, sondern pro Instrument, dann können Sie hier mit diesem Button da mal dieses Instrument aufmachen und das wäre jetzt der Eurobond Future und hier gibt es auch diese Funktion Default Order Size. Und da steht jetzt 0 drinnen und wenn ich das auf 5 stelle und speichere, dann wird jetzt bei diesem Instrument dann immer 5 vorgeschlagen werden. Und da könnten Sie wirklich jedes Instrument separat mit Ordergrößen bestücken und das unterschiedlich dann einstellen, wenn Ihnen die Asset-Klasse zu wenig ist, was das betrifft. Also einmal Konfigurationsquad, Discretionary Trading, diskretionäres Trading und dort die Standardgröße vergeben oder eben im Instrument Discord hier unter Default oder Standard Ordergröße heißt das bei Ihnen im Deutschen. Gut, das ist soweit einmal, Stunde hat es gedauert. Das ganze diskretionäre Trading Tools, das habe ich glaube jetzt einmal abgeschlossen. Wenn jetzt Fragen dazu gekommen sind, dann erkläre ich das gerne nochmal. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir gleich generell in die offene Fragenrunde, wo Sie natürlich alles dann fragen dürfen und schließe mal das Thema ab. Für alle, die jetzt nicht mehr weiter mitschauen möchten, dann danke fürs Zusehen und ich hoffe, ich sehe Sie nächste Woche wieder, wo wir über das Tradersjahr sprechen werden, also wie erstellen Sie eine Gruppe, wie organisieren Sie sich in Gruppen in Tradersjahr, wie können Sie dann Livestreaming machen, Voice-over-IP, Chatten etc. und das gleiche natürlich auch über Webinare, wie melden Sie sich für ein Webinar an, wie nehmen Sie dann in einem Tradersjahr-Webinar teil. Das zeige ich nächste Woche Donnerstag wieder um 19 Uhr. Also auf Wiedersehen und Tschüss an alle, die jetzt schon dann in den Abend gehen. Für den Rest eben, wenn es Fragen gibt, schaue ich jetzt in den Chat, bitte einfach alles reinschreiben, was offen ist. Ich gehe jetzt einmal durch, was da noch vielleicht ist und dann werden wir das auch noch auflösen. Ja, Herr Dömig, ja, Sie können ja einen Hotkey einer AT++-Strategie hinterlegen. Und der Hotkeys Kategorie Tradescord sind alle ihre Setups, die es gibt drinnen. Soweit ich weiß, war da bis jetzt immer nur die Standard-Session vermerkt. Es könnte sein, dass man das schon verändert hat, aber im Grunde genommen, wenn wir jetzt kurz in den Setup-Score reingehen, sehen Sie Ihre Sessions und da gehen wir mal auf die Standard Session und in der Standard Session haben wir halt momentan eh nur eins aktiv. Also Sie sehen hier alle diese Entry Escorts, die ich da habe und die finde ich jetzt im Konfigurationsescort. Meine manuelle, schauen wir uns an, ob das auch drinnen ist, ja, Hotkeys und dann Trade Escort. Und Sie haben da hier die unterschiedlichsten Entry Escorts. Der Manual Mode wäre drinnen. Okay. Der Manual Mode, den kennen Sie oft, der ist ja immer drinnen. Der wäre drinnen, den könnten Sie konfigurieren, manuell. Ich schaue mal, ob das auch mit einem manuellen Setup geht, aber ich bezweifle es. Machen wir mal wieder Standard Session, ist ja egal. Und dann machen wir halt einfach manuelles Setup XY. Gut, brauchen wir nicht konfigurieren, okay. Hotkeys, Tradescord. Und dann schauen wir, es müsste eigentlich irgendwo da sein, aber dann ist es nicht. Nein. Es geht nur dieser Manual Mode, nicht manuelles Setup. Wenn Sie uns eine Anfrage schicken per E-Mail, kann ich das gerne weiterleiten, ob wir das in Zukunft auch einbauen können. Aber aktuell geht es nicht. Nein. So.
Dann kommt eine Frage noch vom Herrn Rosenfelder. Die Fehlermeldungen oder Rückmeldungen, die AgenaTrader macht, also Order failed. Man müsste dann immer schauen, es ist schwer jetzt zu beantworten, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Am wichtigsten ist, dass man mal Tools, Systeminformationen und dann Log oder Protokoll, und da drinnen wird dann eh beschrieben, was das Problem ist im Großen und Ganzen. Also wenn es da Order-Problem gibt, geht man am besten, also ich habe jetzt keins drinnen, aber wenn irgendwo eine Message gibt, dann steht hier genau drinnen, was die Aussage ist. Sehr oft ist es so, also ich mache es nochmal auf, Tools, Log oder Protokoll, sehr oft ist es so, dass es halt gewisse Restriktionen auch von der Broker-Seite gibt. Und wenn Sie eine Order übermitteln und Ihr Konto erlaubt vielleicht irgendwas gerade nicht, dann kommt da eine Rückmeldung, die AgenaTrader ausgibt. Aber der AgenaTrader ist dann nur der Nachrichtenübermittler und aber nicht der was da ablehnt im Großen und Ganzen. Manchmal kommen so Meldungen wie, es passt die Tickgröße nicht, auch eine Interactive Brokers Meldung zum Beispiel, oder die Ordergröße ist vielleicht zu groß für das, was ich für Ihr Konto oder sowas in die Richtung. Da müssten Sie immer im Log schauen, was ist das für eine Meldung. Und im Log ganz wichtig, die Source hier, die Quelle, hier zum Beispiel DailyTrader. Also hier sagt DailyTrader, die Historie, das Historienladen ist fehlgeschlagen, ja, für diesen Wert nicht erlaubt. Warum? Weil ich mit dem Datenfit keine Daten für diesen Wert erhalte. Und immer schauen, was ist die Source, die Quelle, und dann in die Richtung vorgehen. Wenn der AgenaTrader steht oder so History Manager, dann kommt das irgendwie von uns. Aber wenn da jetzt der Partner drinnen steht, DailyTrader oder Interactive Brokers oder FX Flat oder XTB, das sind das Meldungen, die von diesem Broker kommen. Und dort sollte natürlich dann der Broker auch wissen, warum ist jetzt diese Meldung passiert, oder man könnte online recherchieren, was wenn diese Meldung kommt, was passt dann nicht. Eine gewisse Hilfeleistung haben wir ja online. Wir haben ja, wie ich vorhin gezeigt habe, in der Online-Hilfe für jeden unserer Broker so einen FAQ oder einen Wiki-Artikel erstellt, und dort haben wir alles, was über die Zeit irgendwie schon aufgetreten ist, in der Kommunikation, was vielleicht missverstanden wurde oder eben noch nicht klar ist, haben wir hier reingeschrieben. Jetzt, wenn ich zum Beispiel Interactive Brokers ist so der längste, den wir haben. Und da gibt es da unterschiedliche Dinge, die zum Beispiel sind. Also vor kurzem haben wir da was hineingenommen. Wo ist denn das? Nein, doch, weiter oben hier. Interactive Brokers Error Codes. Einerseits haben wir mal kurz erklärt, welche Codes immer kommen, die machen nichts. Und hier haben wir zum Beispiel zwei Codes erklärt, beziehungsweise auch eine Meldung, die auch so hin und wieder kommt. Ja. Hier zum Beispiel, der Preis entspricht nicht der Mindestpreisanpassung dieses Kontrakts. Das heißt, die Tickgröße ist vielleicht im AgenaTrader falsch eingestellt oder hat sich vom Broker verändert und deswegen ist sie nicht mehr richtig und dann muss man das anpassen, oder keine Wertpapierdefinition gefunden, dann gibt es kein Mapping, dann muss man das vielleicht manuell nachtragen oder der Wert wird gar nicht unterstützt. Ordergröße übersteigt gehebelte FX-Position, man ermittelt eine zu große Order etc. So, das sind so Meldungen, die von den Broker-Plattformen kommen. Natürlich Order failed, wenn ich zu schnell klicke oder sowas und er kann das nicht handeln, dann kann einmal eine Rückmeldung kommen, dass er das nicht handeln hat können, einmal genau durchlesen, was sagt die Meldung aus, und dann das noch einmal probieren. Aber es ist eben sehr schwierig. Wir haben sehr viele Broker angebunden und jeder hat eine andere Meldung. Und wenn es verhäuft Meldungen gibt, die immer wieder kommen, dann schreiben wir das in diese Artikel rein, damit die Kunden sich da orientieren können. Aber es gibt natürlich auch Meldungen, die treten sehr selten auf, die wissen wir dann auch nicht, weil sie vielleicht nur spezifisch bei gewissen Usern auftreten. Dann müsste man einen Broker fragen, was das eigentlich bedeutet, warum ich da meine Order nicht drüber geht, etc. Okay.
wie lade ich die CFDs gleich wie jede andere Aktie, wenn Sie einen Broker haben, der CFDs anbietet, dann einfach ganz normal hier unter Main Chart Container, zum Beispiel Single Chart, muss man halt sich den gewünschten CFD dann suchen. Können wir auch hier unter CFDs da reingehen, Exchanges oder Sectors, und dann sucht man sich halt den CFD, den man haben will, raus, oder man macht es mit einer Listchart-Gruppe hier und sucht sich dann halt hier zum Beispiel die IP-CFDs, Indizes, und stellt dann halt seine Zeiteinheiten ein. Okay, und dann lädt man die, also wenn man Daten dann halt, also ich bin jetzt nicht mit Interactive Brokers verbunden, aber dann habe ich dann hier die CFDs geladen, das steht dann eh immer dahinter, CFDs. Wir können einfach auch hergehen und hier jetzt die BMW, also BMW wollte ich haben, CFD suchen, hier zum Beispiel von FX Flat, der CFD, dann hätten sie den CFD geladen, müsste ich jetzt zu FX Flat verbinden, damit ich Daten sehe. Aber im Endeffekt, sie öffnen CFDs gleich wie jede anderen Aktien, Forex etc., einfach einen Chart dafür öffnen. Ja? Einen Chart aufmachen und den gewünschten, entweder einen listenbasierenden Chart aufmachen, mit einer Instrumentliste oder einen Einzelchart aufmachen, mit dem gewünschten CFD-Kontrakt, den sie handeln möchten. Nein, Herr Rosenfelder, im MT Pro Standardarbeitsplatz sind die Aktien drinnen, aber Sie können es halt anpassen auf die CFDs natürlich auch, müssten es manuell halt die Werte austauschen quasi. Da können Sie einfach, was wäre jetzt zum Beispiel eine Lösung, jetzt habe ich da hier meine Kryptoliste drinnen und Sie könnten jetzt einfach hergehen und alle Werte da rauslöschen und statt der, also Sie haben ja in diesem Arbeitsplatz diesen dynamischen Filter und dann löschen Sie einfach alle Werte, die im Filter sind, einmal raus und machen dann einen Reload Instrument Lists, Static Lists und fügen dann halt eine CFD-Liste ein. Ja? Also Dukas Copy CFDs, FX Flat CFDs, Interactive Brokers CFDs und so weiter. Und dann können Sie jetzt da hier einfach statt den Werten, die Sie drinnen haben, CFD-Werte reinladen. Da müssen Sie den Arbeitsplatz gar nicht schließen und die Charts gar nicht schließen, sondern einfach die Listen quasi entleeren. Das können Sie mit diesem X machen. Da löscht er alle Instrumente aus. Wenn Sie das jetzt bei dem Trim-Filter machen, der dann in den Vierer, in dem Markt quasi 4, 5 und so weiter, dann filtert Long Short, dann einfach hier alles rauslöschen und mit diesem Reload Instrument List, also Instrument Listen neu laden, statische Listen, dann einfach eine gewünschte Liste auswählen. Ja? Und dann nehmen wir uns eine CFD-Liste statt Aktien. Ja? Und dann werden die CFDs da drinnen geladen und dann können wir uns das Ganze mit CFDs machen. Eben wichtig, welches Video ist vielleicht ein bisschen Hilfe, Agena Space. Ja, da mache ich eher als Chart. Aber es gibt eines, das ist vielleicht ganz interessant, da wie man mit Listen arbeitet. So, hier die Videos. Okay, jetzt bin ich da auf der englischen Seite, gehen wir auf Deutsch. So, da gibt es ein Video Trading Portfolio und Depotverwaltung. Das ist, glaube ich, das Video könnte ich empfehlen, das einmal anzuschauen. Da erkläre ich, wie Sie mit Listchart-Gruppen in erster Linie arbeiten und dann von einer Listen erstellen. Und da können Sie dann eigene CFD-Listen erstellen und wie Sie dann Werte von einer zur anderen Liste bekommen. Also dieses Video Trading Portfolio und Depotverwaltung ist schon ein bisschen älter, ist, glaube ich, noch 1.9 Version, aber es ist sehr ähnlich noch geblieben. Also Sie werden es verstehen. Einfach mal anschauen, ob das dann weiterhilft. Arbeitsplatz, Charts und Analyse, diese Videos sind generell, glaube ich, ganz hilfreich, dass man sich da mal durcharbeitet, mit Chart anfängt. Die Action Bar ist zwar da im Chart schon drinnen, aber kann man sich auch extra anschauen. Zeichenobjekte, Trading Portfolio und Depotverwaltung, Scanner, und dann hat man schon einmal sehr viel im Agena Trader abgedeckt.
Und eben hier unter Trading finden Sie noch einmal die Ordertypen Chart Trading Pad, Quick Trading und Tome. Da habe ich das auch noch mal drin, das Video, weil das auch ins Trading eigentlich reinpasst. Ist aber das gleiche Video, dann die Handelsstrategien und so weiter. Also das Videoportal ist sehr umfangreich, wir bauen sehr viele. Ich weiß, desto mehr natürlich drinnen ist, desto unübersichtlicher könnte es werden. Aber ich kann immer einen Tipp geben, von oben anfangen, wie man ein Buch liest, von links nach rechts, sich dann von oben nach unten arbeiten und sich entweder mal themenspezifisch sich was anschauen oder pro Kategorie mal das erste Video sich anschauen. Also abgesehen von diesen Datenfeeds-Einstellungen, da suchen Sie natürlich Ihren Anbieter aus und dann Schritt für Schritt die anderen Videos dann anschauen. Okay, in diesem Sinne, wenn es nicht mehr keine weiteren Fragen gibt, dann werde ich das Webinar für heute beenden. Wie schon angekündigt, nächste Woche spreche ich über Traders Yard. Da können Sie allgemeine Fragen zu Traders Yard dann mitbringen, kann ich was vorzeigen. Wir werden das Thema mit Gruppen besprechen, wir werden Webinare besprechen, Sie werden wirklich Schritt für Schritt sehen, wie Sie dann im Traders Yard arbeiten können in Gruppen und wie Sie, wenn ein Webinar stattfindet, auch Teilnehmer können oder vielleicht sogar selbst ein Webinar eröffnen oder einen Gruppen- und einen Livestream mit Freunden oder Bekannten dann erstellen. Wieder gleiche Zeit, Donnerstag 19 Uhr. Und die Frage vom Herrn Walter noch abschließend zu JFD, habe ich noch keine Informationen aktuell. Gut, dann schönen Abend, schönes Wochenende und bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss.